Wow, so eine coole Geschichte. Happy End. Darum habe ich ein weißes Hemd angelegt heute Abend. Es geht um Hochzeit, Heiraten, Ehe. Markus hat schon gesagt, das war wahrscheinlich das, was du vorderst gegangen, aber er hat nicht recht gehabt. Ich habe es wirklich ganz bewusst für ihn gerammt. Genau. Ja, Ehe. Eine Herausforderung und eine riesige Freude gleichzeitig. Und ja, das Privileg als Pfarrer, immer wieder live bei Hochzeiten dabei zu sein, bei Trauungen dabei zu sein. Und da erlebt man ja ganz viel Spannendes. So. Ich meine, in zwei Hochzeiten bin ich bewusst nicht als Pfarrer dabei gewesen, und das waren für mich die spannendsten und schönsten Momente gewesen. Sicher, als wir vor 28 Jahren selber heiraten durften, meine Frau Susanne und mich. Und wir haben jetzt die Tierachere, sind wir dort, wir wohnen heute 500 Meter davon entfernt, haben wir ein Fest gefeiert und haben gefeiert, dass Gott uns einander geschenkt hat. Eine zweite wunderbare Erfahrung, wo ich auch nicht als Pfarrer wieder weg war, sondern als Vater, war die Hochzeit für unsere Tochter vor 2,5 Jahren. Ein sehr emotionaler Moment für uns, so die Ältesten dürfen in die Ehe hineinzuführen. Und das Privileg hatte, unsere Tochter in die Kirche hineinzuführen. Und ich weiss noch, wir waren noch ein bisschen zu früh, dann sind wir noch das Rundeling anhängen mit dem Auto und haben noch so mal unser Leben passiert. Und gesagt, du, gell, Dorin, wo immer ich gefällt habe oder wo immer ich falsch oder was auch immer. Hey, ich will das noch mal klären. Natürlich haben wir das vorher schon immer einen längeren Zeitpunkt geklärt. Und wir sind so entspannt zu dieser Kirche gelaufen, haben gelacht und haben das Gefühl gehabt, ja, alle so gesagt, das ist so brutal emotional, wie du da, wenn du deine Tochter reinführst. Und ich wusste, dass etliche sogar schon darauf gewettet haben, wie manche Schritte es schaffe, in die Kirche hineinzulaufen, ohne zu rennen. Und auf jeden Fall sind wir eben vor dieser Kirche gestanden und dann fängt die Musik an zu spielen. Und als der erste Ton kam, hat es mich verräumt. Und ich habe gemerkt, wow, jetzt kommt es, so von Unruhe. Und merke, es steigt. Und ich will doch nicht rennen durch die Kirche durch. Das stell dir mal vor, das ist ja übel, oder? Das stell dir mal die Fotos vor, oder? Also, auf jeden Fall. Und dann sage ich mir, Dorin, jetzt müssen wir sofort rein. Und dann sagt sie, nein, wir haben abgemacht, die erste Strophe lassen wir durch. Ich dachte, du hast keine Ahnung, was sie leiden hier. Und auf jeden Fall haben wir irgendwie die erste Strophe durchgelassen und mit verzwängtem Kopf bin ich vorgelaufen, irgendwo versucht, noch ein Lächeln aufzusetzen. Meine Frau hat gesagt, ich habe das von weitem angesehen. Aber ein paar haben es vielleicht nicht gesehen und haben dann gleich noch ein herziges Foto geschossen. Fakt ist, kaum bin ich auf dem Bänkchen gehockt, ist es gekommen. Aber so geht es mir eigentlich immer wieder. Immer wieder bin ich als Pastor, als Pfarrer in diesen Kirchen unterwegs, wo ich Freunde trauen darf. Und jedes Mal überkommt es mich, weil ich merke, das ist irgendwie ein heiliger Moment, wo da geschlossen wird, etwas ganz Spezielles. Ich habe natürlich auch Erlebnisse gemacht, die ein bisschen weniger schön waren. Man hat mich an eine Trauung besinnen, wo ich am Anfang so einen Icebreaker gemacht habe, gesagt, tu doch noch ein bisschen kurz miteinander und gebe dann ein Kompliment, schau mal, der andere hat jetzt mal eine Krawatte an und so weiter, dass die Leute noch ein bisschen aufstehen und eigentlich das Brautpaar noch einen Moment Zeit hatte. Und ich stehe ja gerade neben mir. Und dann habe ich gehört, wie sie ihn zusammengeküschelt hat. Auf die übelste Sorte. Und so, wow. Und ich wusste, in ein paar Minuten müssen die versüßt einander Ja sagen. Ich konnte die Trauung leider nicht canceln in diesem Moment. Dann sage ich, stopp, mal, sorry, jetzt müssen wir noch mal hinter den Vorhang. Sondern es war live. Zum Glück haben die anderen nicht gehört. Aber es ist nicht eine glückliche Geschichte geworden. Andere Geschichte, die möchte ich nicht länger darauf eingehen, die ist mir zu peinlich eigentlich, ist, als ich mal eine Hochzeit zeitlich verheizt habe. Ich war daheim am Grümpeln von einem alten Schopf, wo Flavia um die Ecke säckelt. Wenn ich das sage, kommen nicht Schweißausbrüche. Flavia, unsere zweitjüngste, um die Ecke säckelt und sagt, Daddy, sollst du schon lange predigen sein? Ich dachte, ja, sicher nicht, ist erst 11. Ich meine, eins, weiss ich. Und er sagt, nein, Bruder ist am Telefon. Und ich dachte, irgendwie von meinen Kollegen, da, wir haben immer wieder so Jokes, wo wir einander ein bisschen fertig machen. Ich dachte, ja, das ist jetzt ein guter, ja. Genau. Aber ich bin dann gleich irgendwie so schauen, jöckerlt unsere Wohnung. Und dann am Telefon hatte ich wirklich Brut gehabt. Wirklich. Dann hat sie gesagt, wo bist du? Und ich gesagt, ja, am Umbau. Oder, ja. Aber warum?
Und dann hat sie gesagt, sie hat die Trauung gefahren. Nein, das ist erst ein Mais. Dann hat sie gesagt, nein, es ist jetzt. Und ich gesagt, ja, bist du sicher? Die Brut ist mir fast durch den Telefonhörer durchgeschnackt. Genau. Aber Fakt ist, irgendwie jetzt am Schluss ist es gleich aufgegangen. Seither habe ich viel weniger Anfragen, mehr Vertrauungen, das ist ja gut. Okay, aber auf jeden Fall. Und damit wieder ab und zu einen freien Samstag. Aber Fakt ist, du erlebst in all diesen Geschichten von Eheschliessung, Trauungen, Begleitung von Ehepaaren, die wir früher intensiver gemacht haben, als wir heute Kapazität haben, erlebst du ja manche Herausforderungen. 2013 war es, als die Schweizer Bevölkerung das erste Mal aus mehr ledigen Personen bestanden hat, als aus verheirateten Personen. Warum? Weil Menschen Angst bekommen. Angst bekommen vor dem Heiraten. 43% von allen Ehen, die sich versprechen, bis dass der Tod uns scheidet, schaffen es nicht bis dahin. 43%. Und damit fängt an, leichte, mulmiges Gefühl, ja, jetzt haben wir es vorhin wieder gehört. Schwierig. Und das ist schon so. Ehe ist nicht einfach ein Zuckerschlecken. Also ich bin jetzt heute Abend nicht da, um allen Heiratswilligen irgendwie noch den Stoss zu geben, aber ich bin auch nicht da, um zu sagen, ja, nicht, sondern ich erlebe es selber seit 28 Jahren als ein mega Geschenk. Und gleichzeitig wissen wir, in so einer Ehe kommen ja viele Geschichten zusammen. Also, ich meine, es sind Herausforderungen, ein Mann und eine Frau in ihrer Unterschiedlichkeit. Ich gehe jetzt psychologisch nicht gross darauf ein, aber da gibt es ja viele, viele Geschichten, die man da könnte. Also, ich meine, es gibt so vieles, was so unterschiedlich ist zwischen Mann und Frau. Das habe ich inzwischen herausgefunden. Und das sind oft Geschichten, wo du denkst, aha, so, das habe ich nicht gewusst. Dass eine Frau so funktioniert. Oder ich habe nicht gewusst, dass man eigentlich als Mann im Auto immer warten muss, bis die Frau kommt. Das habe ich nicht gewusst, dass es so ist. Aber bei uns ist es so. Also du hockst, und das ist immer so eine Geschichte. Oder? Du hockst dort und denkst, so. Und dann kommt sie lächelnd um die Ecke. Das ist die Unterschiedlichkeit. Oder? Ich sage, nein, sie sagt, knurr doch jetzt nicht so. Ist doch jetzt nicht so schlimm, es lenkt ja locker. Ich denke, ja, du kannst schon sagen, ich warte 2 Minuten. So, und so weiter. Das sind alles so Geschichten. Also es gibt verschiedene Sachen. Und ich glaube, oder auch zusammen alt werden ist eine Herausforderung. Oder ich meine, hey, die Hollywood-Szene sagt uns, die Sexualität ist so gigantisch. Und es ist wirklich, wirklich, wirklich ein mega Geschenk. Und es ist ein Geschenk, das Gott gegeben hat in eine Ehe rein. Das ist wirklich ein exklusives Geschenk an die Ehe. Aber es ist die Sexualität an und für sich ist doch oft auch verbunden mit Erwartungen, mit ungestellten Erwartungen, mit Geschichten, die da drin spielen, wo man nicht sagen kann, das ist einfach so easy. Und so gibt es ganz viele ehrlich herausfordernde Punkte, damit eine Ehe kann gesund wachsen. Ja, so 3 Brennpunkte habe ich gedacht, möchte ich heute Abend ein bisschen beleuchten. Wo eine Ehe ist ja jedes Mal ein Bild mitgenommen, für einen kurzen Brennpunkt zu sagen. Ich denke, ein grosser Brennpunkt sind gegenseitige Erwartungen. Monika oder Stefan haben gesehen, wir haben Erwartungen gehabt, was das andere sollte. Er hat nicht, er ist vor dem Sport und was auch immer. Oder? Wir haben grosse Erwartungen aneinander. Und das Verrückte ist, manchmal geben wir uns Mühe, aber wirklich die Erwartung zu erfüllen, das ist gar nicht so einfach. Vor allem unausgesprochene Erwartungshaltungen sind die grössten Beziehungskiller. Wo du da hockst, denkst, jetzt sollte sie eigentlich. Nimm mich wundern, ob sie es macht. Das sind Erwartungen. Und das ist Bedürfnis. Weil wir Menschen sind bedürftige Leute. Und oft begegnen uns ja die Geschichten, dass Menschen Erwartungen haben aneinander, Ehepaare aneinander. Und eigentlich die Erwartung vor allem, füll du meinen Liebestank. Ich will geliebt werden. Das ist unser grösstes Bedürfnis als Mensch. Ich will jetzt endlich geliebt werden, weil dem habe ich dich ja geheiratet. Für das du mich liebst. Und du hast mir gesagt, du tust. Jetzt erfüll besser gut meine Erwartungen. Jetzt ist es so,
jeder Mensch hat ja andere Erwartungstänke. Ihr kennt vielleicht die Liebessprache, die es gibt. Der eine ist sensibel auf Zärtlichkeit, der andere auf gute Worte, der andere auf Tat und so weiter. Es gibt 5 verschiedene Sachen. Ich habe eine 6. Ich bin empfänglich für Ferien. Aber Fakt ist, okay, lassen wir es mal bei diesen 5. Sonst wird es viel zu kompliziert. Weißt du, da ist ein Mann zu mir gekommen und gesagt, du Kuno, ich glaube es einfach nicht. Ich habe den ganzen Samstag gekrüppelt wie ein Löwe. Ich habe den Boden aufgenommen, die Stege ausgemutzt, dann habe ich die Rasen gemäht und dann bin ich noch die Schöpfung aufgeräumt. Und dann komme ich am Abend rein. Und jetzt musst du hören. Dann komme ich am Abend rein, dann sagt meine Frau, sag du mal, hast du mich eigentlich gern? Und dann habe ich gesagt, hey, warum habe ich das gemacht? Nur wegen dir. Aber offensichtlich war ihre Erwartung, hock mal her und nimm mit mir einen Kaffee. Und so haben wir viele Geschichten von Erwartungen, die wir uns gegenseitig nicht erfüllen. Und dann ein zweiter Punkt, hat Monika oder Stefan auch gesagt, es passieren in einer Beziehung immer wieder Fehler. Und sie haben so ein cooles Prinzip uns weitergegeben. Geh nicht ins Bett, bevor du nicht Beziehungen und Fehler geklärt hast. Das ist übrigens eine biblische Regel. Epheser 4, 26 und 27 heisst es. Geh nicht ins Bett. Ich kenne den Moment, ein kleines Gestürm, es ist nichts Verrücktes. Aber jetzt machst du nicht mehr drüber schnurren. Jetzt willst du einfach nur noch schlafen. Und bei mir geht es etwa 15 Sekunden, wenn ich eine schlaflose Nacht habe. Sonst geht es noch etwas kürzer. Okay, aber auf jeden Fall, dann liegst du ab und schlafst ein. Und am nächsten Morgen stehst du auf und du spürst irgendwie in deinem Magen etwas regt dich auf. Es sind Fehler passiert. Wir hätten die Fehler so klären. Das ist eine zweite grosse Herausforderung, dass Fehler immer wieder passieren. Wo Menschen sind, passieren Fehler. Überall, selbst in Rehe. Das sagt er vorher vielleicht nie mehr, aber es ist so. Und da ist eine grosse Geschichte dahinter. Und ein dritter Punkt. Wir haben oft, der Stefan hat es im Schlusswort noch gesagt, er sieht, wir haben ehrlich einen Vertrag gehabt. Wir wollten miteinander eigentlich einander erklären, was wir für Bedingungen aneinander stellen. Ein Vertrag ist eine Bedingungsgeschichte. Und wisst ihr, im 19. Ich habe nicht 2 Sachen miteinander. Jetzt muss ich gleich heute warten. Ich bin eben ein Mann. Okay, 1989 war es so, dass die Schweizer Eigengenossenschaft ein neues Gesetz verabschiedet hat. Und das Gesetz heisst, dass mit Ehe hat wollen aus dieser Umklammerung lösen, gesetzlich, wo man die Ehe als Bund bezeichnet hat, und gesagt, ab jetzt ist die Ehe ein Vertrag. Spannend ist, oder traurig ist, ab den 80er Jahren ist die Ehescheidungsrate um 3-fach gestiegen. Man hat eigentlich gesagt, ab jetzt tut die Beziehung vor allem auf den Bedingungen, die man sich gegenseitig stellt, läuft das. Also mit anderen Worten, ich habe heute Morgen die Abwaschmaschine ausgeräumt und darum tust du jetzt zum Morgen machen. Ich habe jetzt das Stegenhaus geputzt und darum gehst du jetzt und so weiter. Das sind alles so gegenseitige Bedingungen. Das ist ehrlich zu klären unter einem Vertrag. Und die Eigenossenschaft in der Schweiz hat gesagt, Bund versteht kein Mensch. Komm, wir machen es ganz anders. Ab jetzt ist eine Ehe ein Vertrag. Und damit fängt man an zu dealen. Du gibst mir etwas und ich gebe dir etwas. Wehe, du gibst mir es nicht, dann gebe ich dir so nicht mehr. Die zwei haben klassisch erzählt, was bei ihnen passiert ist. Sie haben Bedingungen gestellt, gegenseitig. Jetzt red mal mit mir. Nein, ich rede nicht. Weil du tust ja nicht. Und so weiter. Das ist ein Killer für jede Ehe, eigentlich, weil sie besteht aus gegenseitigen Bedingungen und nicht aus Liebe. Also es sind grosse Geschichten, wo jede Ehe mit all diesen Auseinandersetzung, die wir sonst schon haben, dass eine Ehe eben mit allen Unterschiedlichkeiten, mit allen Kommunikationsebenen schon mal ein schwieriges Ding ist, haben diese Sachen sicher einen grossen Einfluss. Jetzt fragst du dich vielleicht, ist das heute Abend ein Eheverzichtsseminar? Nein, ich bin so Fan von Ehe. Da werde ich nie einen Punkt machen jetzt. Sondern es gibt eine Ebene, wo die zwei uns klassisch auch wunderbar vorgestellt haben. Eine Ebene, die mich so etwas von begeistert. Wir wissen,
Das ist der Himmel. Gott hat gesehen, wie wir Menschen in unseren Beziehungen, und das kannst du nicht nur anwenden auf die Ehe, sondern auch auf deine Nachbarschaft, auf deine Geschichte in deiner Kirche, auf deine Geschichte mit deinen, in deiner Verwandtschaft, wie wir Menschen uns brutalstens abmühen und nicht immer wieder scheitern. Und heutzutage, durch das, dass Bedingungen an einen Vertrag gehängt ist, wo man eigentlich die Ehe jederzeit auflösen kann, wegen dem hat man so gemacht, wegen dem hat die Schweizer Eidgenossenschaft gemacht, gesagt, dass wir es nicht mehr so kompliziert, sondern wir deklarieren, wer jeden Stuhl in die Ehe bringt und damit kann man wieder alles auflösen. Das ist echt der Grundgedanke. Aber Gott hat gesehen, da sind Menschen, die sich abmühen. Aber sie bringen es nicht her. Wir sehnen uns nach Beziehungen, wo unsere Erwartungen erfüllt werden. Wir sehnen uns nach einem Ort, wo uns vergeben wird, wo wir einander vergeben können. Wir sehnen uns an einen Ort, wo wir nicht an Bedingungen geknüpft sind, sondern an Liebe. Und Gott hat das Dilemma gesehen. Und er schickt seinen Sohn, Jesus, auf die Welt. Jesus kommt als Sohn von Gott auf die Welt, um etwas Wunderbares zu schaffen. Ich habe einen gewaltigen Bibelvers gefunden, im 1. Johannes 4, Vers 10, würde ich den gerne vorlesen. Und Gottes Liebe zu uns ist daran sichtbar geworden, dass Gott seinen einzigen Sohn in die Welt gesandt hat, um uns durch ihn das Leben zu geben. Das ist das Fundament der Liebe. Nicht, dass wir Gott geliebt haben, sondern dass er uns geliebt und seinen Sohn als Sühneopfer für unsere Sünden zu uns gesandt hat. Gott hat gewusst, es gibt nicht nur ein zwischenmenschliches Problem mit den Menschen, sondern es gibt auch noch andere Ebenen, die noch viel schwieriger ist als diese. Nämlich die Beziehung zwischen Mensch und Gott, wo mit denen genau diesen Geschichten auch behaftet sind. Die genau gleich geschittert sind, aufgrund von dem, dass wir Menschen uns ja verabschiedet haben aus dieser Beziehung, ist die Beziehung zu Gott mega tricky geworden. Wirklich richtig schwierig. Und das, was wir in der Ehe erleben, ist nur ein kleines Abbild. So hat Gott gewusst, es geht nicht nur, ich schicke meinen Sohn Jesus nicht nur, um denen zu retten, sondern um die Menschen, die beziehungsunfähig sind, die sich gegenseitig fertig machen, die sich gegenseitig zu Boden hornen, weil sie eigentlich etwas brauchen, was sie nicht haben. Ich schicke meinen Sohn mit einer Absicht. Ich will ihnen die Liebe zugänglich zu machen. Die Liebe, die im Himmel war, die der Mensch ursprünglich hatte. Aber der Mensch hat sich verabschiedet. Der Mensch hat gesagt, ich will es selber. Und dann ist das Chaos losgegangen. Dann ist das Chaos losgegangen, wo wir zwar versuchen, Ehe zu leben, wo wir versuchen, Beziehungen zu leben. Aber es gibt so viel Zerbrochenung, so viel Kaputt. Und eines Tages hat Gott gesagt, ich kann nicht mehr länger. Und vor allem hat er selber gelitten unter dieser kaputten Beziehung zwischen ihm und uns. Und er schickt seinen Sohn Jesus. Und er sagt, Sohn, du hast einen grossen Auftrag. Geh zu den Menschen und befeige sie, dass sie wieder mit mir auf eine Beziehung leben können. Jetzt das Problem ist, wir Menschen haben aber Unfrieden mit Gott. Wir haben einen Clinch mit Gott. Und das hat man nicht einfach so, das ist jetzt nicht mehr. Sondern Gott hat gesagt, sorry, was dir gemacht hat, das kann ich, das ist eine Schuld. Ich kann nicht einfach sagen, das ist nichts mehr. Aber Jesus ist nicht nur gekommen, hat uns Liebe gebracht, sondern Jesus hat etwas Krasses gemacht. Im Römer 5,1 heisst, er hat Frieden geschlossen zwischen Gott und uns Menschen. Er hat das, was so schwierig war, ihre Beziehung zu Gott für uns Menschen, hat er Frieden geschlossen. Er ist wie zwischen ihnen gestanden und gesagt, ich schließe Frieden für euch, weil ich mein Leben, ich sage, ab jetzt bin ich der Schuldig. Und ich nehme alle Schuld auf mich und sage, die Beziehung zwischen dem Vater und zwischen euch Menschen kann wieder hergestellt werden. Das ist etwa zu vergleichen wie so ein Gestürm in der Familie. Bei uns haben wir manchmal so eine Diskussion, wie das WC mit Bremsspuren behaftet ist. Welcher Löw hat es nicht geputzt? Und dann gibt es so die Diskussion, wo jemand das entdeckt, und meistens ist es ja jemand, der weiss, ich war es nicht, oder? Entdeckt es und sagt, wer war es?
Und dann macht es meistens das Gleiche. Dann gehen Geschwister gleich mal ein bisschen aufeinander los. Weil jeder sagt, hey, ich bin im Fall nicht. Ich auch nicht. Und dann gibt es Lampen. Und weißt du, was du kannst machen als dritte Person? Du kannst herstellen und sagen, es war auch ich. Weil du weißt, vor 14 Tagen bin ich mal auf dem WC gekommen. Du musst ja gar nicht meinen. Du nimmst die Schuld auf dich. Und weißt du, was kommt? Ha, er war es. Ja, schon, er wieder. He. Und damit hast du Beziehung geklärt. Und genau das, und es ist um mehr gegangen auf das dreckige WC-Schüssel, die Geschichte von Gott und uns. Oder? Das ist ein bisschen drüber abgegangen. Aber Jesus hat es alles auf sich genommen. Er hat gesagt, hey, ist da her, ich bin es gewesen. Ich nehme all die Schuld, die ich verunmögliche, mit Gott zusammenzunehmen, nehme ich auf mich. Und weißt du, darum schließt Gott durch Jesus Frieden mit uns. Und jetzt passiert etwas Krasses. Am Schluss vom Leben von Jesus hat er noch einmal einen Abend mit seinen Freunden verbracht. Ich nehme jetzt extra als erstes Mal eine Frau. Weil Monika die erste war, die das erlebt hat in ihrer Beziehung. Jesus ist als Friedensstifter auf die Welt gekommen, um etwas zu ermöglichen, wo wir Menschen nicht mehr schaffen. Und dann sagt Jesus in Matthäus 26, Vers 28, schaut er an und sagt, meine Freunde, ich gebe euch etwas, wir werden dann das sogenannte Abendmahl geben. Ich gebe euch ein bisschen Brot, ich gebe euch Traubensaft oder Wein. Und ich möchte euch etwas sagen. Ab jetzt möchte ich mit euch in einer neuen Beziehungsdimension unterwegs sein. Ab jetzt möchte ich mit euch einen Bund schließen. Das ist genau das, was der Stefan am Schluss gesagt hat. Ich schließe einen Bund. Weißt du, was ein Bund ist? Ein Bund heisst, was mir ist, gehört jetzt zu dir. Was mir ist, gehört dir. Deine Fehler sind meine Fehler, meine Stärken sind deine Stärken. Und sagt, ich schließe mit dir einen Bund. Damit heisst, sein Himmel ist unser Himmel. Sein Vater ist unser Vater. Seine Heiligkeit ist unsere Heiligkeit. Seine Kraft ist unsere Kraft. Krass! Das schließt Jesus am Schluss von seinem Leben. Ein Bund. Ah, das Wort haben wir auch schon mal gehört. Und sagt eigentlich, und die Bibel sagt es nachher im Epheserbrief, Kapitel 5, Vers 32, sagt der Paulus, der Bund, den Gott hier geschlossen hat, zwischen Jesus und uns, genau der gleiche Bund, den Gott zwischen zwei Menschen schenkt. Und dem sagt er Ehe. Was braucht es, dass man einen Bund schliessen kann? Es braucht etwas ganz Einfaches. Ja. Ja. That's it. Jesus kommt auf die Welt und sagt, ich schließe einen Bund. Alles, was mir ist, gehört dir. Wir Menschen haben die Möglichkeit, in diesen Bund einzusteigen. Und es macht Sinn, dass bevor du in einen Bund einsteigst, dass du Sachen klärst, die noch nicht geklärt hast. Wo du Sachen mit reinbringst, dass Sachen noch wegfallen kannst. Weil alles, was dir ist, gehört dir zu ihm. Und alles, was ihm ist, gehört jetzt zu dir. Und die Bibel redet davon, sagt, Ehe ist eigentlich so gedacht. Dass zwei eins werden und alles einander schenken. Jetzt zum Glück haben wir das Bundesverständnis gelebt, meine Frau Ehe, vor 28 Jahren, obwohl das Gesetz in der Schweiz schon geändert hat, dann zumal. Und das hat für mich mega Vorteile gehabt. Weil, gell, wir waren beide sehr jung gewesen. Ich habe gerade Terrasse gemacht, dann haben wir geheiratet und sie hat schon ein Jahr gearbeitet. Weißt du, was das geheissen? Ihr Konto ist mein Konto geworden. Und meins ist ihr geworden, sorry. Das ist cool. Aber weißt du, ich habe nicht wegen dem geheiratet, sondern wir sind wirklich lieben. Aber ihre Sorgen sind auch meine Sorgen geworden. Und meine Sorgen sind ihre Sorgen geworden. Meine mühsamen Ecken. Mit dem klären wir zusammen das. Und ihre wenigen mühsamen Ecken sind Teil unserer Ehe. Das ist Bundesverständnis. Und verrückt ist, Gott macht es mit uns. Gott hat es mit der Monika gemacht. Er schließt mit ihrem Bund, sagt alles. Und darum sagt sie von dem Moment an,
Hey, ich war freier Mensch. Die Schuld war weg. Das Verdammende, ich kann es nicht, ich bin nicht, zu wenig. Das war weg. Ich weiss, wie sie ihre Brüder, wo ihre Brüder ihre gefragt hat, weißt du, wo du herkommst? Von diesem Tag hat sie gewusst, ja, ich komme in den Himmel. Nicht, weil ich nicht gut bin, sondern weil ich mit dem verbunden bin. Weil ich den Namen trage, den er trägt. Weil ich seine, das, was er gemacht hat, gilt jetzt für mich. Stell dir mal das vor. Und jetzt geht Gott einen Schritt noch weiter. Und mit dem schließe ich. Der Schritt zur Ehe. Und jetzt sagt Gott, schau jetzt, eine Ehe, habe ich ehrlich so gedacht. Das ist ein Mann, Stefan, und seine Frau. Und was macht eine Ehe aus? Sie schließen zusammen einen Bund. Was ihm ist, gehört ein bisschen ihr. Es gibt nicht mehr deiner und meiner Probleme, sondern auch unser Problem. Es gibt nicht deiner und meiner Mädeli, sondern unser Mädeli. Das ist noch entspannend, oder? Und vor allem befreiend. Und was passiert, wenn beide nicht nur einander Ja sagen, sondern dem Gott Ja sagen? Der Himmel kann sich in ihrem Leben zeigen. Und genau das will Gott. Der ist in sich so kompliziert. Aber wenn es prägt ist von dieser Bundesbeziehung, dann werden die Herausforderungen anders angegangen. Die Erwartungen sind immer noch da. Ja, immer noch Erwartungen an meine Frau. Aber weißt du, was das Verrückte ist? Meine Frau, die muss mega beschenkt werden. Die wird beschenkt von unserem Gott. Und sie gibt mir das weiter. 1. Johannes 4,19 heisst, wir lieben, weil wir selber geliebt werden. Irgendeinmal hörst du nämlich schon auf. Irgendeinmal hast du den Fuss nicht mehr, all die Erwartungen zu erfüllen. Du kannst es auch nicht. Aber Gott sagt, ich fülle dir jeden Mangel aus, im Philipper 4,19. Ich gebe dir das, dass du das kannst tun. Irgendeinmal hat die Schnauze voll, an die gleichen Fehler zu vergeben. Aber Jesus vergibt mir, und darum kann ich auch wieder am Nächsten vergeben. Irgendeinmal hat die Schnauze voll, Bedingungen zu stellen. Aber weil du im Bund lebst und weil Gott zu dir kommt und sagt, hey, habe ich dir nicht alles gegeben, gib deinem Nächsten alles. Bricht auf das Mal der Himmel in deine Geschichte. Jetzt bist du da und sagst, ja, aber mir sieht es anders aus. Ich möchte heute jetzt nicht auf die Ehe-Therapie-Ebene gehen. Aber was ich glaube ist, wenn wir die Frage klären mit Bund, haben wir vieles geklärt, das, was der Stefan am Schluss gesagt hat. Aber was ich heute am Abend möchte, ist, dir ein Angebot zu machen. Das Angebot, wo Jesus zu dir kommt. Jetzt unabhängig, ob Ehe oder nicht Ehe. Zu dir. Zu dir, wenn du ein Bedürfnis hast, geliebt zu werden. So wie er zur Monika ist reingegangen, in das Zimmer, währenddem, dass sie den Gott erlebt hat, wo er zum Stefan ist gegangen und sie hat ihn erlebt. Wo dann Jesus zu uns kommt und wie mit uns, wie vor dem Traualtar, zu uns Ja sagt. Und weisst du was? Er sagt Ja zu dir. Der Jesus sagt Ja zu dir. Er sagt nicht Ja. Ich habe ein bisschen Mühe mit dir. Oder mit deinem Background, und was du auch geglaubt hast, und was du, und was du mitbringst. Jesus hat Menschen so fest gern. Jeden Einzelnen. Jeden Einzelnen. Und stell dir mal den Jesus vor, dass er zu dir Ja sagt. Er sagt Ja zu dir. Er will sein Leben mit dir teilen. Was Monika und Stefan erzählt, ist nicht einfach irgendwie fiktiv, sie haben sich eingebildet und jetzt in den letzten Jahren sind sie irgendwie in diesem fiktiven Traum unterwegs. Das ist Realität. Das ist Realität. Wegen dem schaffen wir das nicht aus der Geschichte von unserem Leben. Aber es ist Realität, dass er Ja gesagt hat. Und das Ja ist so powerful.
Das Ja verändert mehr als jeder Ehebund. Das Ja ist der Tag, wo dein Leben wirklich zu dem werden kann, was Monika erzählt hat. Gesagt, hey, ich bin frei geworden. Ich habe Frieden bekommen mit Gott. Ich darf wieder leben. Ich habe ein neues Leben bekommen. Eine neue Chance. Das ist das, was Jesus da hat. Und er steht heute Abend vor uns und sagt, ich möchte Ja sagen zu dir. Egal aus welchem Background, egal aus welcher Nation, egal ob was für eine Geschichte du bringst, ob geschieden, Ehe oder ledig oder wo auch immer du drin bist, ich sage Ja zu dir. Ich will mit dir. Ich will dein Leben. Ich will mit dir einen Bund. Ich sehe so viele Menschen, auch Leute, die schon lange zu Teil ihrer Kirche sind, die haben immer noch im Vertragsdenken, die haben immer noch das Gefühl, Gott hat mit ihnen einen Bedingungsgeschichte geschrieben, er gibt mir etwas, jetzt muss ich ihm etwas geben, er gibt mir etwas, jetzt muss ich wieder in den Gottesdienst, jetzt gibt er wieder etwas, jetzt muss ich wieder eine halbe Stunde beten. Hört doch auf mit diesem religiösen Theater, das ist nicht wahr. Jesus kam und sagte, ich schließe mit dir einen Bund, alles was mir ist, gehört dir. Darf ich mit dir den Bund schließen? Sagt Jesus heute Abend zu dir. Darf ich mit dir? Und ich glaube, das Angebot, das erste Angebot, und dann möchten wir noch ein zweites Angebot auch für Leute beten, die mit Geschichten strugglen in ihrem Leben. Aber das erste Angebot gilt dir, wenn du merkst, du hast keinen Bund mit dem Gott. Vielleicht bist du in einem Vertrag, vielleicht hast du, so wie sie ihre erste Ehe, würde ich sagen, ist unter diesem verdickten Vertrag gelaufen. Und jetzt leben sie im Bund. Und merken, sorry, ich habe mit dem Gott nur eine Lampe. Er hört nicht, du hast ihm schon manchmal gesagt, er tut nicht. Oder du fühlst dich entfernt von ihm. Und Gott sagt, komm zu mir. Bist so gut. Komm zu mir. Ich will mit dir einen Bund schließen. Das Angebot, das holt mich aus den Socken. Dass der Vater vom Himmel seinen Sohn Jesus schickt. Und sagt, schließe einen Bund mit ihnen. Dass ich sie wieder da für meine Familie habe. Und das Bild nimmt und sagt, das Bild möchte ich anbrechen und ihr Ehe leben. Aber jetzt ist die Frage, was kannst du tun? Ich habe ein Gebet mitgenommen, das uns hilft, den Bund oder ein Ja mit Gott zu schliessen. Ich würde gerne, dass es eingeblendet wird. Ich würde es gerne vorlesen. Das Gebet, das ist nicht eine Formel, aber es ist eine Form, wie du in die Beziehung mit Gott hineinkommen kannst. Vater im Himmel, mir ist klar geworden, dass ich mein Leben selbst bestimmt habe und von dir getrennt bin. Dahin. Vergib mir meine Schuld. Danke, dass du meine Sünden vergeben hast, weil Christus für mich gestorben und mein Erlöser geworden ist. Herr Jesus, übernimm die Herrschaft in meinem Leben und verändere mich so, wie du mich haben willst. Das ist ein Angebot. Ein Angebot, wo Jesus Ja sagt zu dir. Mit dir einen Bund eingehen. Ein Bund, wo er sagt, alles, was mir gehört, gehört ab jetzt dir. Es ist die Basis, die uns befähigt, Beziehungen zu leben, die nicht aus unserer Kraft, aus unserer Liebe aus ernährt werden, sondern von ihm beschenkt werden. Es ist die Ebene, die Hoffnung gibt. Es ist der Moment, wo der ganze Himmel in dein Leben eindringt. Du weißt, wow, jetzt eröffnet sich eine völlig neue Perspektive von meinem Leben. Es ist die Perspektive, die Gott immer wollte und mir davon vorzugehen gelaufen. Diese Perspektive kann heute Abend mit einem einfachen Gebet wiederhergestellt werden. Diese Dimension, den Gott als Vater zu erleben, der mich versorgt, der mir Liebe gibt, Geduld gibt, der mir die Fähigkeit gibt, anderen zu vergeben, weil er mir immer wieder selber vergibt. Ich will es nie mehr missen. Ich könnte mir mein Leben nicht vorstellen, wenn das nicht passiert wäre. Und ich will dich einladen. Willst du heute Abend den Bund mit Jesus schließen? Unser Hochzeitstag war mega schön. Aber der Tag,
wo ich in einer ähnlichen Veranstaltung gehockt wie dir. Und so rote Striche hat am Boden gehabt, rote Pfeile. Und der Mann davor hat gesagt, du dürftest schliessen, die Beziehung mit Gott. Du dürftest diesen Pfeilen angehen. Und ich bin für ihn gepfeilt. Und der Anfang stellt selbst den Hochzeitstag in Schatten. Weil etwas in mein Leben ist gekommen. Sorry, was ich nicht mit Worten beschreiben kann. Es ist ein Glück, es ist ein Wissen. Ich bin sein Kind. Wegen dem habe ich immer noch Herausforderungen. Ich mache immer noch Fehler. Und gehe manchmal Bedingungen im Umgang mit Menschen. Aber er ist das Beste in meinem Leben. Wir Menschen schon übelst enttäuscht. Er nie. Ich bin oft so untreu in der Art, wie ich denke. Und leide manchmal darunter, dass andere auch so sind. Er ist immer treu. Ich bin manchmal so unloyal. Ich stehe mir selber im Weg. Ich habe mich mega gern. Ich stelle mich manchmal so ins Zentrum. Er nie. Er nie. Mit dem habe ich wirklich, und das kann ich, das sage ich nicht einfach so, das kann meine Frau bestätigen, die mit mir Tag und Nacht zusammen ist. Mit ihm habe ich mein Glück gefunden. Und meine grösste Passion ist, dass du so findest. Wegen dem bin ich da. Und du kannst es finden, indem du mit mir ein Gebet betest. Das heisst nicht, dass mit dem heutigen Tag noch einmal alle Geschichten geklärt werden. Aber was es heisst, ist, dein Leben fängt noch einmal neu an. Und hört nie mehr auf. Es ist ewig. Krass. Und ich würde gerne so machen, das Gebet ist jetzt gelesen, dass wir jetzt das Lied singen. Und ich würde gerne, dass wir zu diesem Lied aufstehen. Einfach ganz aus einem einfachen Grund, dass die Menschen, die vorkommen wollen, das Gebet mit mir beten können, dass die einfach vorkommen können. Vielleicht hast du jemanden mitgebracht. Ihr könnt auch gerne noch einen Moment diskutieren und sagen, hey, darf ich dich begleiten? Ich würde es mega schön finden, niemand alleine muss vorkommen, dass man zusammen vorkommen mit den Freunden, die da sind. Aber vielleicht bist du schon lange unterwegs mit dem Gott, aber er ist immer noch dein Vertragskollege. Heute ist der Moment, wo ich dir rufe und sage, hey, der Bund ist krass. Und den will Gott mit dir schließen. Ich weiss, es braucht, ist ein bisschen eine Challenge, da rauszukommen. Und die Leute denken, oh, weißt du, es ist so gleich, was die Leute denken. Ja, wir müssen durch die Kirche vorlaufen. Und die Leute denken, das sieht ein bisschen verzwängt aus. Es spielt so keine Rolle. Es spielt so keine Rolle, weil Jesus auf dich wartet. Und wir es bewusst so machen, dass wir dafür kommen und hier zusammen beten. Ich weiß, es ist eine kleine Herausforderung. Aber hey, das packen wir. Obwohl wir Schweizer sind. Darf ich euch bitte aufstehen? Und dann habe ich wirklich den Wunsch, hey, wenn du jetzt schon merkst, ich will gehen, sag deinem Nachbarn, komm, ich will gehen, kommst du mal mit. Oder vielleicht sagst du nebendran, sagst, hey, willst du gehen, komm, ich komme mit. Dann dürft ihr jetzt schon während diesem Moment, dürft ihr jetzt schon aus diesen Reihen führen kommen. Und ich will euch davor abkommen, dann werden wir zusammen das Gebet beten. Ist das okay? Dann dürft ihr jetzt austreten, wer in diesen Bund mit Gott eintreten will, wer diesen Bund heute schliessen will, das Ja dem Gott geben will. Herzlich willkommen, kommt für ihn jetzt, in diesem Moment. Thank you.
mega fest. Für jeden Mensch, der diesen Schritt tut, mit jedem Einzelnen, der da vorne steht, wo Gott den Bund schließen. Aber ich glaube, es sind noch mehr. Du darfst diesen Moment noch einmal geniessen, jetzt einfach vorzukommen, den Mut zu überwinden und merkst, wow, mal ehrlich, was ich tue. Eigentlich stehe ich nicht in einem Bund mit Gott. Vielleicht verstehst du einen Vertrag oder verstehst du noch gar nicht ihre Beziehung. Vielleicht hast du noch ein Kopfhörchen im Kopf, wie du eine andere Sprache hast. Auch du, die lade ich ein, komm führen. Komm aus der Reihe raus und lass uns das Lied nochmal, die Strophe nochmal singen. Ich freue mich, all die Leute hier vorne willkommen zu sein, und wir zusammen das Gebet dürfen beten. Das Gebet dürfen beten. Und wenn du am Platz stehst und denkst, Mist, jetzt habe ich es vergeben. Nein, hast du es nicht. Du darfst am Platz dein Gebet beten. Monika hat erzählt, sie war im Zimmer alleine und hat in dem Moment erlebt, wo sie das Leben, das Ja zu Jesus gegeben hat, dass der Gott reingekommen ist. Aber wir werden jetzt zusammen das Gebet eingeblendet haben und zusammen jetzt das Gebet laut beten. Ich freue mich für all die Menschen, die da sind, die wir das zusammen dürfen tun. Vater im Himmel, mir ist klar geworden, dass ich mein Leben selbst bestimmt habe und von dir getrennt bin. Vergib mir meine Schuld. Danke, dass du meine Sünden vergeben hast, weil Christus für mich gestorben und mein Erlöser geworden ist. Herr Jesus, übernimm die Herrschaft in meinem Leben und verändere mich so, wie du mich haben willst. Amen. Und in der Kirche, wenn Brut und Brütigang den Bund schliessen und Ja sagen, dann gibt es meistens einen fetten Applaus. Wie fett sollte er sein, wenn Gott mit uns Menschen ist.
Ich lade euch jetzt. Ich lade alle die, die jetzt da vorne schon stehen, jetzt ein, da rüber zu gehen. Das sind Leute, die so einen Patch um den Hals haben. Und sie werden euch ein Geschenk geben zu diesem speziellen Moment. Und werden euch die Freude mit euch teilen. Wenn du da bist und dahinter gebetet hast, komm auch noch vor. Du darfst gerne auch noch das Gebet in Anspruch nehmen. Ich lade euch jetzt ein, rüber zu laufen, damit die Band kann weiterspielen. Und währenddem, dass ihr jetzt schon mal da seid, dürft ihr jetzt da rübergehen, sind die Leute da, irgendwo mit einem Patch. Genau. Währenddem, dass ihr da seid, dürfen auch noch Leute vorkommen, die sagen, hey, ich habe noch eine Not. Eine Not in meiner Geschichte mit Gott oder eine Not mit ihrer Geschichte, ihrer Ehe. Ihr seid herzlich willkommen, ihr dürft gerne vorkommen, ihr dürft gerne zu diesen Menschen her. Und vielleicht bist du auch da, bist betroffen von einer Krankheit. Dort, wo Jesus aufgetaucht ist, dort sind immer Menschen geheilt worden. Und ich glaube, dass jemand da ist, der an beiden Handgelenken Schmerzen hat. Du hast am rechten Handgelenk Schmerzen gehabt, jetzt fährt es am linken an. Und ich lade dich einfach ein, dass du vorkommst. Ich glaube, dass ein Ehepaar da ist mit dem Trauungsdatum 21. März. Und du brauchst Gebet. Oder dir braucht ein Gebet. Kommt einfach und empfiehlt es. Ich glaube, dass jemand da ist, der auf der linken unteren Seite Zahnweh hat, seit 2-3 Tagen. Und ich glaube einfach, dass da Möglichkeiten darfst in Anspruch nehmen, dass Menschen für dich beten. Ich glaube, dass jemand einen stechenden Schmerz hat, hier auf der rechten Brustkorbseite. Ich lade dich einfach ein, komm führen und nimm das in Anspruch. Gott ist so gut. Er liebt es, egal ob du ihm schon Ja gesagt hast oder nicht. Er liebt es, uns zu berühren und zu heilen und zu verändern, weil er so gigantische Liebe hat für uns. Ich glaube, dass noch jemand da ist, der den Geruchssinn verloren hat. Und ich bin so begeistert, immer wieder zu erzählen, wie Menschen geheilt werden. Auch jemand, der einen Tinnitus hat, stärker auf der rechten Seite. Lass einfach die Zeit nehmen, wo Menschen mit dir beten dürfen, kurz einfach den Jesus in dein Leben hineinsprechen. Und dann ist es gespannt sein, was Gott tut. Wenn du jetzt da bist, weißt du etwas, was jetzt nicht ist aufgezählt worden, oder denkst, warum passiert das, wie sagt er das nicht? Hey, Gott weiß es so gut. Wir zählen das nur auf, um dir zu zeigen, dass Gott dich wirklich kennt. Wir sind heute zu viel, für das wir gleich abhäkeln können. Aber wir checken es immer wieder, sagen, sind die Eindrücke wirklich richtig? Und wir erleben so, dass Gott so spezifisch in die Leben hineinredet, weil er uns einfach gerne hat und uns einfach kennt. Seid herzlich willkommen da vorne. Sie würden gerne das in Anspruch nehmen, dass sie für euch beten würden. Und sonst singen wir jetzt.